Servus und herzlich willkommen hier zurück zum Auto Werkstatt Simulator 2018. Wir haben in der letzten Folge noch den BMW M5 hier angenommen, den Auftrag. Der Wagen beschleunigt nicht vernünftig. Drei Teile sind defekt. Werden wir uns jetzt mal eben schnell anschauen. Der Wagen beschleunigt nicht vernünftig. Könnte eventuell Probleme mit der Kraftstoffpumpe sein. Sieht aber alles in Ordnung aus. Von daher. Machen wir mal die Kardanwelle runter. Getriebe. Die Anlassung muss vom Motorraum aus. Wo ist der Anlasser? Der Anlasser ist da. Da ist er, der Kerl. Gut, den haben wir gefunden. Einmal wieder hoch. Einmal hier das Getriebe demontieren und dann gucken wir mal, was drin ist. Ja, Schwungrad sieht schon defekt aus. Kupplungsdrucklager. Kupplungsdruckplatte sieht in Ordnung aus. Also Kupplungsscheibe, Kupplungs... Ja. Habe ich richtig gelegen, dass im Getriebe... was defekt ist. Ja, Kupplungsdrucklager bauen wir neu, Kupplungsscheibe und Schwungrad. Kupplungs Lager und Kupplungsscheibe. Kupplungsdruckplatte kommen wieder drauf. Kupplungsdrucklager. Getriebe. Anlasse machen wir gleich. Die Kardanwelle erst. Nein. Dann nehmen wir die andere. Die reicht nämlich vollkommen für den Auftrag.
Anlasser montieren. Deckel zu. Dann fertig ist der Wagen. 1622. Ist jetzt zwar nicht viel, aber es bringt uns wieder weiter. Ne? Es bringt uns definitiv wieder weiter. Hier mit unserem Ford Mustang. Da will ich jetzt nämlich hier die Befestigungsplatten machen. Zwei Befestigungsplatten brauchen wir. Können wir leider nicht reparieren. Karosserie. Na, Mann. Getriebe und Bremsen. Getriebe und Bremsen kommen. Den Auftrag nehmen wir an. Getriebe und Bremsen. Da haben wir den da. So, Federbügel für Befestigungsplatte brauchen wir 3 Stück. Eine konnten wir reparieren. Das ist zumindest etwas. So, dann hätten wir das auch. Dann können wir als nächstes im Prinzip hier die 4 Gummilagerbuchsen klein montieren. 4 Gummilagerbuchsen klein, die machen wir noch eben schnell, dann haben wir das fertig. Gummilagerbuchse klein. Vier Stück kosten auch nur 28 Dollar, von daher easy. Das ist nämlich auch schon fertig. Dann kann man hier
da müssen wir sowieso ran ans Getriebe. Das bringt also nichts, die Kardanwelle zu montieren. Gut, dann machen wir jetzt mit dem BMW hier weiter. Geld verdienen, ne? Einmal auf die Hebebühne. Dann gucken wir direkt nach einem weiteren Auftrag. Da ist jetzt aber aktuell nichts Vernünftiges drin. Also, schauen wir mal nach. Motor ist definitiv das Getriebe Schrott. Heißt, den Anlasser können wir demontieren. Wir können das Getriebe demontieren. Auch erst die Kardanwelle. So. Ihr seht schon, hier auf Vorderseite der Bremssattel ist defekt. Da brauchen wir jetzt definitiv Getriebe R4 RWD. Getriebe R4 RWD. Sachen, Kupplungsdrucklager, klar. Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe. Und das Schwungrad. Montieren. Kupplungsscheibe. Kupplungsdruckplatte. Kupplungsdrucklager. Kardanwelle. Nein. Wir nehmen die andere. Getriebe nochmal, nehme ich nochmal an, von dem verrosteten Karre da drüben.
Problem mit dem Bremsen. Getriebe haben wir soweit fertig. Korrekt. Problem mit dem Bremsen. Ich habe hier vorne schon auf der Beifahrerseite gesehen. Ist was nicht in Ordnung. Scheint noch gut zu sein, korrekt. Haben wir hier nur den Bremssattel. Nein, montieren. Bremssattel. Wie viel braucht er? 62%. Vielleicht kommen wir damit preiswert weg. Perfekt. 17 Dollar anstatt. Wie viel Bremssattel kostet normalerweise? 75 Dollar. Also knapp 50 Dollar gespart. Dadurch, dass wir selber reparieren können. Das ist schon eine ganze Menge Geld, die wir dadurch sparen. Und trotzdem 2213 Dollar. Kriegen wir das Geld vom Ersatz der komplett neuen Ersatzteil zugesprochen. Finde ich klasse. Heißt, wir gucken natürlich in Zukunft, dass wir auch wirklich alles reparieren können, theoretisch. Fähige Fristo. Hier. Hier ist noch die Bremsscheibe. Defekt, das sieht man direkt. Und da was da, Bremsscheibe. Leider nichts da. Ich weiß nicht, ob wir die reparieren können. Die können wir aber verkaufen. Ja, können die reparieren. Wir versuchen es mal. Passt auf. Bremst. Scheibe. Wir nehmen mal die hier. Und versuchen sie mal zu reparieren. Ich weiß nicht, ob es geht. Nein, es geht nicht.
Schade. Bremsscheibe. Bremsbelag, Bremssattellauf, Bremskolben, hier ist der Bremssattel defekt, definitiv. Können wir den reparieren oder haben wir einen besseren da? Nee, besseren haben wir glaube ich nicht da. Schade. Haben noch was im Lager, bevor wir neu kaufen. Bremssattel. Hätten wir sogar noch da, ohne zu reparieren. 66%. $2.358, da müssten wir theoretisch dann, wenn es wirklich so ist, auf $2.433 kommen. Wenn wir den vollen Bremssattel bezahlt kriegen, das werden wir sehen. $2.433. Ansonsten kriegen wir nur einen Prozent mäßig das Geld für den Brems, für die Reparatur der Teile. Ich bin gespannt. Und 2408. Ja, gut, dann ist das Prozent teilig. Reparieren wir auf 100%. Gehen wir auf 100% die Teile. Okay, dann ist das prozentmäßig. Das ist schon mal gut zu wissen. So, dann ist der Wagen jetzt aber auf jeden Fall fertig. $6.286. Nice. Achso, Anlasser, stimmt. Da war was. Da war was, ne? Die ganze Zeit dran gedacht. Denk dran, Anlasser muss noch rein. Jetzt war ich so begeistert von der Kohle, dass ich den Anlasser wieder vergesse. Ja, typisch, ne? So. $6.286, das ist gutes Geld, wirklich gutes Geld. Wir haben eine Kiste bekommen. Ja, Kiste öffnen. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, nehmen wir mit. Dann packen wir die Sachen mal ins Ersatzteillager. Die mit Prozenten. Kraftstofftank. Die Bremstrommel.
Da, Flammrohr. Definitiv, Servopumpe, Keilriemen. Achsschenkel, HA, Typ B können wir verkaufen, den brauchen wir nicht mehr. Gummilagerbuchse, klein können wir verkaufen. Hier haben wir nämlich vom Ford Mustang ausgetauscht. Federbügel können wir abgeben. Befestigungsplatte können wir abgeben. Und die beiden Gummilagerbuchsen klein. Haben eh zu wenig Prozente, von daher weg damit. Kupplungsdrucklager weg. Kupplungsscheibe weg. Alles noch Geld. Das Getriebe kann weg, das hatten wir. Kupplungsdrucklager kann weg. Kupplungsdruckplatte kann weg. Da verkaufen wir jetzt noch ein bisschen was vom Inventar. Schwungrad. Bremsscheibe innenbelüftet kann erstmal ins Lager. Das kann ins Lager. Gut, dann machen wir jetzt noch die Kiste auf. Guck noch, was da drin ist. Ja, hier ist eine Koppelstange drin. Ansaugkrümmer, Rot A, Typ B. Nice. Und die Kalorien. Ist doch perfekt. Ist doch perfekt. Muss man wirklich sagen. Packen wir die Teile direkt mit rein. Lager, Warehouse 1. Alle verschiedene. Warehouse 2. Okay. Haben wir sogar verschiedene Lager. Egal. So ist es einfacher. Der hat Probleme mit Getriebe gehabt, ne? Korrekt. Er hat wahrscheinlich alles am Getriebeschrott. Den packen wir schon mal auf die Hebebühne. Und kümmern uns da in der nächsten Folge drum. Von daher erstmal danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, gerne ein Like und ein Abo dalassen. Ich würde mich sehr, sehr freuen darüber. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Servus und Tschüss.